Jo Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es den Nachholkampf gegen den guten Kiltane. Der Kampf sollte letzte Woche Mittwoch online kommen. Ich wurde aber krank, beziehungsweise ich war die ganze Woche krank, deswegen kommt der jetzt erst am Dienstag hoffentlich. Also wir nehmen den gerade jetzt am Montagabend auf. Ich hoffe, ich schaffe es Dienstag um, ich meine 15 Uhr, also so wie wir hätten Mittwoch hochladen sollen, wollen wir die gleiche Uhrzeit am Dienstag nehmen. Auf jeden Fall noch vor dem nächsten Spieltag, bevor wir gegen Mikran müssen. Und ja, Leute, heute geht's gegen die stärkste Defensive in der Liga. Ja, er hat Pokémon wie Suicune, Florges, Hippopoteros, Moltres. Also das sind so Pokémon, wo man halt schwer durchkommt. Dementsprechend bringe ich heute ein sehr, sehr offensives Team mit. Mein einzig defensives Mon ist hier wirklich nur Tangolos und das ist speziell defensiv für sein Mega-Gewaldro. Fühlt sich Tanks halt auch alles von einem Bisbark, von einem Beware oder also Kosturse oder von einem Stahlobor sollte es alles tanken. Allerdings hat sein Stahlobor den Z-Stein und da wird er wahrscheinlich Z-Käfer spielen. Also was kann ein Stahlobor? Kreuzschere, ne? Z-Kreuzschere. Ja, aber wir spielen hier Beulenhelm, speziell defensives Tangolos, Freunde. Ein Heißorb Guts Hariyama, das typische Set. Ein Band Knackrack, weil wir halt Löcher, wirklich Löcher in die Defensive hauen möchten. Ein offensives Rotom mit der 50% Beere. Ein Modest Kapuriki, denn er hat eine ziemlich große Speedlücke zwischen Mega Gewaldro und Alpollo. Dazwischen ist halt nichts. Und dementsprechend konnte ich Modest Kapuriki spielen mit viel KP-Investment. Mit Ruheort und Z-Strauchler für sein Hippo oder auch für sein Stahlobor, weil ich mache Stahlobor, glaube ich, auch zu ca. 70% damit. Und zu guter Letzt ein Sugarberry Metagross. Also wie gesagt, wir gehen hier sehr, sehr offensiv in den Kampf. Das wird, denke ich mal, dementsprechend kein langer Kampf. Hoffe ich zumindest, ja, dass es kein langer Kampf wird. Und ja, Leute, ich hoffe, wir packen das. Ich hoffe wirklich, wir packen das. Ich möchte nicht verlieren, weil morgen muss ich direkt gegen Miko und da wird es mindestens genauso schwer, sagen wir es mal so. So. Ich würde sagen, ich lasse den guten Kai nicht länger warten. Ah ja, mein Team findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich habe ja jetzt nicht alle Attacken gesagt, deswegen, ja, schaut da vorbei, wenn ihr da das komplette Team wissen wollt. So, Kampfbeginn. Ich bin gespannt, was er mitnimmt. Stahlobor, Hippo, den Chor wird er mitnehmen. Zeraora wird er mitnehmen wegen dem Elektrofeld. Moltres, Lavados rechne ich stark mit. Und dann wird es schwierig. Wahrscheinlich Suicune. Lavados ist nicht dabei. Okay, 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 okay. Bisbug und Gewaldo. Gewaldo ist dabei, ist klar. Also stimmt, habe ich auch gerade vergessen zu sagen. Ist aber klar gewesen, weil Gewaldo ist das schnellste Mon gegen mich. Und ja, er hat gegen Kapuriki Erdbeben, gegen Metagross Erdbeben. Leafstorm killt Rotom. Leafstorm killt Hariyama. Drampuls oder Wutanfall killt Knackrack. Dementsprechend, ja, war Mega-Gewaldo hier schon klar. Ne, Poldi, ich kann dich jetzt leider nicht reinlassen. Mein Hund will rein, aber ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Gleich, mein Schatz, okay? womit leaden wir? Er hat den Chor dabei. Bisbug hat er noch dabei. Okay, Bisbug. Bisbug für Lavados. Das heißt, Leute, ich kann Erdbeben mit Knackrack spammen. Das ist gut, weil wir sind ja Choice Band. Er wird wahrscheinlich die Tarnschende früh legen wollen oder mit Zeraora leaden wollen. Rotom. Wir haben halt nicht die Boleobeere auf Rotom. Ich glaube, Rotom ist aber ganz gut. Rotom als Lead. Und Florges hat er auch nicht dabei. Okay, dann ist Metagross vielleicht doch nicht mehr so wichtig in diesem Matchup. Vielleicht hätte ich doch lieber Frigometri mitgenommen, weil schaut euch jetzt Frigometri mit Eisspitze an und Gefriertrockner. Holy shit, der hatte halt absolut keinen Switch in Frigometri gehabt. Ja, komm, ich würde sagen, wir liegen mit Rotom. Let's go. Und wie gesagt, ich hoffe auf einen spannenden, schnellen Kampf, Leute. Ja, für euch, für die Unterhaltung. Muss ja natürlich spannend sein. Ja, ich krieg halt öfters leider Kommentare. Was heißt leider? Ich kann es verstehen. Wieder kein spannendes Match. Wieder nur ein 5-4-0. Oder du wurdest komplett zerstört von deinem Gegner. Auch nicht spannend. Ich kann es verstehen, Leute. Ja, ich kann es verstehen. So, er liegt mit Perro I Marrow. Sein Suicune. Und dann können wir hier direkt auf Voltwechsel gehen. Allerdings, Leute. Allerdings. Allerdings. Möchte ich hier direkt auf Voltwechsel gehen. Er kann Spiegelcapen haben. Er kann Spiegelcape haben, Leute. Damit rechne ich auch. Ich rechne hier mit... Warum leadet ihr mit Suicune? Weil er mein Chomp oder Metagross prediktet wegen Tarnsterne. Ne? Er kann hier Spiegelcape drauf spielen und das ist gefährlich. Wenn ich auf Voltwechsel gehe, kann ich nicht direkt in Kapuriki gehen. Die Sache ist, will ich das Pokémon verbrennen und gucken, was er mir machen möchte? Weil wenn er Spiegelcape drauf hat, drückt er es jetzt. Ich habe Angst. Ich habe kein Unlicht-Pokémon dabei. Das heißt, wenn Spiegelcape kommt, trifft es irgendwas richtig hart in meinem Team.
Warte, was kriegt es denn von einem Voltwechsel? Rotom. Und er hat auch kein Apollo dabei. Dachte ich mir wegen Typ 0. Apollo wäre sehr, sehr gefährlich gegen mich gewesen. Schaut euch mein Team an. Er hätte Spukball spammen können gegen mich, ja? Aber ich dachte mir schon, dass er Apollo nicht mitnehmen wird. Rotom. Gegen Suicune. Was mache ich gegen ein ganz normales Crocoon? Also so ein Fistef Crocoon. 40%. Das heißt, der Dings wird 80% machen. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich verbrenne es erstmal. Ich habe Angst vor Spiegelcape. Er ruft zurück. Was kriegt das Irrlicht ab? The Flash. Das Terrora, ne? Bitte Irrlicht triff. Ja. Ja, ja. Er wundert sich wahrscheinlich, warum das mein Play war. Es war eigentlich nicht mein Play, aber es war mein Play wegen Spiegelcape. Aber eigentlich war es nicht mein Play. Aber Leute, ihr seht es. Es war mein Play. Okay, erste Runde lief gut. So. Er kann mir nicht viel. Er kann jetzt auf Abschlag gehen. Was macht denn jetzt Hex? Beziehungsweise was macht Abschlag? Sarah Ower. Ich gehe mal von Naiv mit Life Orb aus. Weil er muss Naiv eigentlich wegen Kuku spielen, ne? Knock-Off. Macht gegen meinen Rotom. Und er hat keinen Lavados dabei. Das ist gut, weil wir spielen keinen Steinhagel auf Tangelos. Dafür aber Steinhagel auf Metagross und Steinhagel auf Hariyama. Hätte ich lieber Toxic auf Metagross gespielt. Naja. Er macht mir mit Knock-Off 60%. Wir machen ihm mit Hex 70%. Er hat aber Bissbug dabei. Das heißt, Yamato ist umso wichtiger in diesem Kampf. Aber ich gehe hier trotzdem auf Yamato. Auch wenn wahrscheinlich hier das Irrlicht, der Voltwechsel kommt. Abschlag ist auch okay. Er kriegt halt Bollenhemmschaden. Ist vollkommen okay. Abschlag kommt. Und das macht halt zwei, Leute. Das macht einfach zwei. So. Jetzt kommt entweder Irrlicht. Warte, haben wir Life Orb gesehen? Fuck, ich glaube, wir haben Life Orb gesehen, ne? Oder war die Verbrennung der Bollenhelm? Ah. Was? Warte mal, ich kann ihn Gewaldo. Gewaldo macht mir nichts. Ich habe HP Eyes. Ich glaube, jetzt auf den Gigasauger zu gehen, mache ich halt absolut nichts mit falsch, ne? Ich weiß, also mit dem Gigasauger mache ich, wenn Gewaldo kommt, kommt die HP von mir. Mit dem Gigasauger mache ich hier nichts falsch. Ich habe aber auch das Erdbeben drauf, Leute, für Stalobor und Ceraora. Er wird aber auf Voltwex gehen. Oder mich vielleicht mit einer HP angreifen, wenn er doch mixed ist. Ich gehe auf Gigasauger. Ich glaube, ich mache nichts falsch damit. Er geht auf Voltwex. Okay, perfekt. Stalobor wird nicht reinkommen. Das heißt, wenn wir... Egal was jetzt... wenn Gewaldo reinkommt, okay. Okay. Dann wird er wahrscheinlich scouten wegen der HP. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich muss sie dann drücken. Der Bollenhelm ist runter. Ist so. Stimmt, ich hätte in Riki gehen können, ne? Ich hätte in Riki gehen können, weil Abschlag halt so obvious war. Ah, warum fällt mir das erst jetzt ein? Okay, es kommt Bissbug. Okay, dann sehen wir mal, wie viel Stoutland, ne? Gigasauger macht 35 Stoutland. Und wir haben Dings nicht gesehen, den Bedroher nicht. Das heißt, Leute, er ist natürlich Sandgewalt oder wie es heißt, ne? Stoutland. Ja, ist ein offensives Stoutland. Was macht der uns denn mit Choice Band? Wie viel machst du uns? 60%. Okay, ich kann scouten. Das heißt, ich gehe hier nochmal auf den Giga Drain und kann gucken, was er mir genau machen möchte. Weil viel wird er mir nicht machen können. Ice Sun. Okay, das wird nichts machen. Boah, ich habe so Angst gerade vor dem Freeze Gab. Der macht mir 50. Das ist, das muss... Ice Fang. Das muss banned sein, oder? Ja, Leute, das ist banned. Das ist Adamant banned Ice Sun. Habe ich einen Switch in Ice Sun? Ich habe keine Speckschicht auf Hariyama. Metagross, ne? Metagross.
Als ich jetzt Toxino Tarnstein hätte, weil dann kommt sowieso Suicune rein. Ich glaube, dann kann ich ein Double in Kaporiki machen, ne? Metagross kriegt. Metagross bekommt durch den Eisfang nichts. Geh mal Metagross. Ah, Verfolgung wäre jetzt auch gut gewesen. Ach, kacke, Mann. Aber er hat, glaube ich, kein Psychomon im Kader, deswegen hat die Verfolgung sich hier nicht so gut, nicht so krass gelohnt. Eisfang, komm. Bitte kein Freeze. Ich habe so Angst vor dem Freeze und er kommt nicht. Jetzt kommt Suicune. Double? Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Double Suicune. Und dann Zauberschein gegen Suicune, ne? Weil ich habe, der stärkste Move von mir ist leider das Erdbeben. Oder Patroni. Wir spielen halt Eishieb, Erdbeben, Steinhage, Patroni. Eishieb brauche ich für sein Hippo. Patroni brauchte ich für Florges und für Megagewalde, falls das zu gefährlich wird. Steinhage für Moltres und Erdbeben für Zeraora und Stalobor. Ich kann, wenn Suicune reinkommt, kann ich eigentlich in Riki gehen. Ich mache auf jeden Fall jetzt ein Double. Er wird rauswechseln. Entweder es kommt Hippo oder es kommt Suicune. Ja, ich würde sagen, Minato ist, glaube ich, hier wieder mein Play. Er ruft zurück, er ist schneller. Also ist er voll in it. Es ist Hippo. Okay, perfekt. Hätte ich doch auf Ice Punch gehen können. Allerdings kann ich dieses Hippo jetzt einfach verbrennen und wir haben Defog auf Rotom. Aber der Sandsturm, Leute. Und die 50% wären, ne? Der Sandsturm fuckt schon so ein bisschen. Aber wir müssen jetzt im Auge behalten, wie viele Runden er, ob er den Brocken hat, ne? Ihr wisst Bescheid. Dass es ehrlich kommt, ist obvious. Aber will er irgendwas? Er kann hier nichts reinwechseln, ehrlich, ne? Deswegen ehrlich, let's go. Treffen wieder. Das ist gut. Somit haben wir dieses Pokémon so ein bisschen ausgebremst und er hat keine Vitalrock im Team. Und es kommt Tarnstände, okay. Warte. Jetzt prediktet er den Hex. Rotom. Wie viel mache ich ihn denn mit dem Hex? Ich bin halt zum Teil KP, zum Teil auch Spezialangriff und voll init für sein Lavados und das zu outspeeden. Weil Lavados hat 90, wir haben 91 init. Also Base. Hippo. Ich denke mal, er ist so ein Mix-defensives Hippo. Mehr speziell defensiv und Zulk und eher Fist-Def. Weil Kaburiki und so und Rotom. Wir machen ihn mit Hex. 40%. Ja, wir gehen jetzt erstmal auf Auflocke. Er bleibt drin. Geht auf Brüller. Er bleibt drin. Warum? Eiszahn. Will er mich freezen? Hör auf! Quit. Nicht wirklich jetzt, oder? Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Eiszahn macht halt absolut keinen Sinn, gegen Rotom zu drücken. Obwohl, klar, es macht Sinn, wenn er den Freeze-Putz in Quit bekommt, ne? Ey, das ist... Ich krieg schon wieder das Kotzen hier. Ich muss erstmal Dexto Energy nehmen, Mann. Ich krieg schon wieder das Kotzen. Das ist so lächerlich. Ja, einfach so lächerlich. Sollen wir versuchen aufzutauen? Weil jetzt kommen nochmal die Tarnsteine, ne? Wenn ich in Tangulos gehe, kann ich wieder free auf Gigasauger gehen, ne? Ach. Das ist so lächerlich! Ja, Tangulos free Gigasauger. Was machen wir mit Tangulos gegen Spätzdev, Hariyama? Wir tooten ihn. Komm. Eiszahn gegen Rotom zu drücken ist halt nicht der Play. Außer er will mich freezen. Naja, was soll's. Ist halt so, Leute. Ist halt Pokémon, ne? Ist halt so. Aber ist, glaube ich, lange her, als ich den letzten Freeze mal bekommen habe. So, Gigasauger ist wieder free. Ich kann natürlich jetzt in Ding gehen, in Gewaldruhe, aber ist okay. Ich hoffe, er rechnet dann nicht mit der HP, aber wird dann höchstwahrscheinlich scouten.
Wir müssen gucken, dass wir mit Bernd Knackhack auch noch die Tarnstelle legen. Weil die Tarnstelle kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr weg, wenn wir so lange wie eingefroren sind. Das ist so lächerlich. Absolut lächerlich. Wir hätten ja versuchen aufzutauen, weil das Matchup gewinnen wir so oder so. Wir hätten jetzt zwei Runden gehabt. Die erste Runde, wo er Tarnstelle legt. Die zweite Runde, wo er dann mit Hippo wahrscheinlich rauswechseln wird. Blättchen, das ist sein Gewaltruh. Hätten wir predicten können mit HP. Aber ich hoffe einfach jetzt, dass er nicht die HP prediktet. Ich hoffe, er prediktet sie nicht. Er kriegt Schaden, das ist gut. Wir haben zwei Prius im Team. Die Tarnstelle, die hätten wir niemals auf der Seite jetzt gehabt, wäre Rotom nicht gefließt. Naja, gehen wir auf Kraftreserve. Ich glaube, er wird scouten. Er scoutet nicht, aber er bleibt in der normalen Form. Ah, das macht er schlau. Also rechnet er doch mit einer Ding. Wir killen leider nicht. Aber er ist in Range von Bullet Punch. Er ist in der Range von Bullet Punch. Sollen wir jetzt direkt in Metagross gehen? Ich glaube, Metagross ist jetzt ein Play, oder? Ist Metagross jetzt ein Play? Weil jetzt eine Drachenattacke kommt, ne? Erdbeben und Laubklinge macht keinen Sinn. Warte mal. Lass mal gucken, ob der mich überhaupt rausnehmen kann. Höchstwahrscheinlich. Mega Skepta auf plus 2. Wird mich... Kann das Ding Genesung? Ich glaube nicht. Mega Skepta plus 2. Kann, glaube ich, sogar Adamant gegen mich spielen. Plus 2, Adamant, Outrage wird mich rausnehmen. Was? Boah, plus 2 Element Outrage macht maximal 94%. Leider sind wir bei 90% circa, ne? Oder? Warte. Bei wie viel sind wir? Ja, ist egal. Wir bleiben hier eh nicht drin, weil sonst. Wir müssen aber 80% sind wir. Lol, okay. Ne, wir gehen in Metagross. Alles gut. Ich hoffe, dann sind wir noch in der Range, wo wir ein. Wo wir ein Erdbeben in der Schokoberry tanken. Ich weiß nicht. Ja. Oh, warte, kann das Ding Shadow Claw? Drangklaw, okay. Sind wir noch in der Range von Erdbeben? Wo wir ein Erdbeben tanken? Lass mal kurz gucken. So, Bullet Punch wird killen, ne? Bullet Punch killt. Ja, er kann jetzt in Zulkung gehen, aber ich muss hier free safe auf Bullet Punch gehen. Er ruft zurück, ja. Ach, kacke. Paro Aimero, das war Suicune, ne? Ja, das ist Suicune. Ah, dieser Freeze. Das verändert natürlich wieder das ganze Spiel, Leute. Das ist... XK. Gehen wir jetzt in Coco, ne? Bevor er sich hier setupt. Ah, ich hab Angst, dann kann Dings kommen, dann kann Gewaltruck kommen. Ach, kacke. Ja, wir sind näher, wir sind nicht mehr in der Range. Ach, kacke. Warte, wenn er jetzt auf Siedewasser geht, könnte Rotom auftauen, ne? Dann gehen wir jetzt auf Siedewasser. Wenn er sich jetzt setupt, dann habe ich ein Problem. Dann gehen wir erstmal in Choji in Hariyama. Dann gehen wir, glaube ich, erstmal in Hariyama. Wenn er sich jetzt setupt, dann habe ich ein großes Problem. Also gehen wir erstmal in Hariyama. Oh, ja, Setup, Suicune, oh Gott. Ich glaube, es kommt auch eher das Call Mind. Es kommt der Spukball. Okay, er hat Rotom predicted. Boah, macht das viel. Holy shit. Warum macht das so viel? Scheiße. Gehen wir auf Abschlag oder auf Ding? Macht das erst ein offensives Suicune. Nein, das macht viel zu viel. Das muss doch offensiv sein, oder? Werfen wir jetzt Hariyama ab? Oh nein. Nein, 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 nein. Shadow Ball, das muss offensiv sein. Das heißt, ein Scald killt uns. Er hat uns... Was hat er uns gemacht? Mit Burn 40... Ja, es ist Modest... Wahrscheinlich, ne? Ja, das... Oder ist er Specs? Ich glaube, er ist Specs. Er ist Specs Suicune. Er ist Specs. Soll ich ihn das Item abschlagen, ist die Frage. Ich glaube schon. Er ist Specs.
Das heißt, ich kann hier auf den Abschlag gehen und es kommt eh Hippo rein. Ja, geh mal auf Abschlag. Er specs. Er ruft zurück, ja. Ja, Hippo kommt rein. Er specs Suicune. Okay, gut zu wissen. So, und gegen den Hippo sind wir gespeedcreep, Leute. Ich weiß nicht, ob zwei Close Combat reicht. Ja, sollte aber eigentlich drei. Gladbogen haben wir. Okay, okay, gut. Was haben wir ihn gemacht? Circa 30, ne? Wegen diesem verdammten scheiß Freeze, Alter. Wir sollten ihn mit Close Combat killen. Wir sind schneller. Speed Creeped haben wir. Yes! Das heißt, 4 Runden noch Sandsturm. Puh. Und danach ist, danach geht Knackrack schon fast durch. Wenn sein Gewaldro weg ist. Knackrack ist hier mein Wedge-Winner, wenn Gewaldro weg ist. Ich muss den Vitalenstein rausbekommen. Drillmon. Ja, Stalobor kann ich jetzt leider nicht setupen lassen. Das heißt, ich verliere, glaube ich, Hariyama, ne? Ja, ich habe den Bullet Punch noch für Dings auf Dings. Ja, ich kann das Ding nicht setupen lassen. Das heißt, Nahkampf, let's go. Erdbeben, ja. Warte, er ist doch keine Überbrückung, oder? Haben wir das jetzt irgendwie gesehen? Naja. Quit. Lustig. So, Tangelo sollte doch Z-Käfer-Ding tanken. Habe ich doch alles nachgekriegt, aber ist schon lange her, Leute. Wir kämpfen ja sehr spät, wisst ihr. Aber Hauptsache, der Kampf kommt noch vor. Ihr wisst Bescheid. Und dann kann ich jetzt aufs Erdbeben gehen, ne? X-Scissor. Er wird dann auf Schwertanz wahrscheinlich gehen. X-Scissor, ja. Plus 2, also X, hier, ihr wisst, was ich meine. X-Scissor killt halt nicht. Element, X-Scissor, Z. Scheiße, das kann killen! Wegen den Tarnsteinen, nein! Aber, warte mal, killt er mein Knackrack? Ah, kacke. Ja, mit Z-Erdbeben killt er mein Knackrack. Was ist das kacke, Alter. Will ich in Knackrack gehen und ihn auf Z-Erdbeben locken, wenn er es drauf hat? Wenn nicht, wird er rauswechseln, oder? Oder spielt er Sugarberry? Z-Kreuzschere, oh mein Gott. Das ist nicht gut, die kann killen. Die kann killen. Was mache ich jetzt? Ich gehe auf Yamato. Die kann killen. Wir sind jetzt mit Tarnstein und kriegen wir Sandsturm schon jetzt schon? Nein, kriegen wir nicht. Das heißt, wir sind bei... Wir sollten eine tanken, hoffe ich. Mann, kacke verdammte, Alter. Rauswechseln für ihn bringt jetzt nichts mehr, ne? Tangrowth. Oh mein Gott. Erdbeben macht halt am meisten, ne? Erdbeben, let's go. Eisenschäle, er will mich flinchen. Kriegt er aber nicht diesen Scheißflinch. Dankeschön. Und Erdbeben macht guten Schaden. Jetzt ist er in den Z-Strauchler-Range. Okay, war ja davor fast auch. Also, jetzt kommt Kreuzschere wahrscheinlich. Jetzt kommt Z-Kreuzschere. Will ich jetzt in Rotom gehen? Warte, Sandsturm. Ich habe ihn... Eine Runde. Ich habe ihn doch den Glattbrocken abgeschlagen, bevor der Sandsturm kam, oder? Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das heißt, wir können jetzt in Rotom gehen. Weil jetzt Kreuzschere kommt. So gut, dass er keinen Sandsturm-Setter mehr hat. Z-Kreuzschere? Eisenschädel weiter, okay. Bringt uns in die 50% Bären-Range. So, hört der Sandsturm auf? Hallo? Der geht weiter. Fuck. Also hat er jetzt noch 3 Runden. Also war der Sandsturm bevor das Ding war. Ach, kacke, Mann. Was haben wir denn gesehen? Eisenschädel? Erdbeben? Da wird der... Ich dachte, Sandsturm hört jetzt auf. Ja, müssen wir um das Pokémon rumspielen, ne?
Auf Kreuzschere wird jetzt nicht gehen, das heißt, wir gehen jetzt nochmal in Tangulos. Wir müssen hoffen, dass der Sandsturm gleich aufhört. Ja, er wird sich jetzt setupen. Wir müssen um den Sandsturm rumspielen. Dunkelklauer, er hat keine Kreuzschere, oder hat er doch Kreuzschere als letzten Move? Warte, killt uns Kreuzschere? Ja, Z-Kreuzschere wird uns killen. Wir gehen jetzt nochmal in Rotturm. Auch wenn er die Dunkelklaue jetzt nochmal. Auch wenn die Dunkelklaue jetzt nochmal kommt, er hat noch zwei Runden Sandsturm. Ja, gehen wir nochmal in Rotturm. Ich glaube, Dunkelklaue wird nochmal kommen, aber. Müssen wir. Wir sind eh eingefroren. Ich weiß, 10% oder. Nee, 20% Chance, Leute, pro Runde wieder aufzutauen. Ich. Keine Ahnung. Eisenschädel, ja. Das heißt, er nimmt Rotom jetzt raus und danach hört der Sandsturm auf. Das ist gut. Und dann spammen wir mit Knackrack Erdbeben. Ja. Gehen wir jetzt nochmal auf Bürde oder Irrlicht, falls wir jetzt auftauen, er Schwertanz oder sowas drückt. Oder wenn er Sub drückt, ich gehe auf Bürde. Ja. Ja, 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 ja. Aber Sandsturm hört doch jetzt auf, oder? Komm, tau auf. Tau auf. Ja. Es war so klar. So, hört der Sandsturm? Er hört auf. Okay. Okay, okay, okay. Bürde nochmal. Ha, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Es ist so ein lächerliches Spiel manchmal. Ich wusste es, Leute. Egal. Auch wenn ihr die Schuckeberry hatten, wartet mal. Wenn er die Schuckeberry hat, tankt er das? Ich hoffe mal nicht. Schuckeberry, Garchomp. Komm, Garchomp, zeig, dass du ein Biest bist. Das tankt er doch nicht, oder? Nein, wir machen trotzdem 100%. Ja, let's go. Boah. Wir machen trotzdem 100% trotz Schuckeberry. Er hat noch... Alles, ja, wir können Erdbeben spammen. Let's go. Und das war's. Er hat keine Schuckeberry. So, und jetzt ist die Frage, geht er jetzt in Gewalt? Und dann hoffe ich nicht, dass er einen Sub hat. Ja, Tarnscheine wären jetzt wichtig, ne? Aber ich konnte jetzt hier an der Stelle nicht auf die Tarnscheine gehen, Leute. Er geht aber in Suicune. Ist das gut oder schlecht? Ist das gut? Er ist Specs. Nee, er ist Specs, das wissen wir. Er ist Specs. Er ist Specs. Er ist Specs. Das heißt, wir outspeeden ihn. Das heißt, er wird wahrscheinlich nur, in Anführungsstrichen, nur Full Init sein. Suicune. Full KP sein, meine ich, ne? Gehen wir nochmal in Metaverse, dann verlieren wir unsere Prio gegen Ding. Er kann mich auch jetzt nur mit Ice Beam killen, ne? Und wir machen mit Erdbeben, wir tun nie mit Erdbeben, Leute. Wie viel kriegt denn Kapuriki ab? Von Specs. Ich glaube, Knackhack ist hier zu wichtig. Specs, Suicune, wie viel kriegt Kapuriki ab? 50% von Ice Beam, ich glaube, das ist ganz gut. Und er hat jetzt auch keinen... Doch, er hat noch einen Donnerblitz-Switchen. Ach, kacke. Ich gehe in Chidori. Und wooste mich, glaube ich. Ich gehe in Chidori und müsste mich eigentlich woosten. Er geht auf Siedewasser. Er hat mich doch gar nicht gekillt. Ja. Er hat mich doch gar nicht gekillt. Das ist doch wieder so lächerlich. Ja, Zeraora, Gewaltro. Ich glaube, die werden kommen, deswegen gehe ich auf Zauberschein. Nee, ich gehe auf Z. Auf Z Strauchler, falls er doch mit Suicune drin bleibt, ne? Ich glaube, Z Strauchler ist hier ein Play. Ja, falls er drin bleibt, killt das, glaube ich. Und falls er auswechselt, killt das, glaube ich, alles andere, oder? Zeraora. Ja, kriegt guten Schaden, killt aber nicht. Und wir können damit Ricky nicht mehr raus und wir sterben dann. Ach, kacke, Mann. Ja, gehen wir auf Z-Strauch, ja.
Er ruft zurück, geht wahrscheinlich in Serraora. The Flash ist Serraora, aber die Serraora bekommt guten Schaden. Sollte so 50% bekommen. Hm. Ja. Und dann ist leider Ricky down. Aber warte, haben wir noch was gegen Suicune? Ah, ich Idiot, wir haben nicht mehr viel gegen Suicune, ne? Ach, ich Vollidiot. Ah, hätten wir die Tarnsteine, wäre jetzt gestorben, Mann. Das ist so lächerlich. Metagross, Tangolos hätten wir noch, ne? Muss ich ja gleich auf eine Attacke locken. Und er hat wahrscheinlich auch kein... Hat der Ice Beam drauf? Wir hätten jetzt mit Knacker einfach drinbleiben können und hoffen, dass er nicht den Burn bekommt. Ja, geh mal auf Ruheort, falls er irgendwas anderes macht, ne? Ja, kann sein, dass ein Missplay war, aber es wäre gar nicht dazu gekommen, wäre Rotom mich gefreezt, Leute, ja. Ich hätte den Tangolos, aber wer wusste auch, dass er hier auf Ice Beam geht, ne? So, in was gehen wir jetzt? Ich glaube, was hat er noch? Bismarck hat er noch. Stirbt durch Bullet Punch. Gewaldo stirbt. Also muss er jetzt in Suicune gehen. Er muss jetzt in Suicune gehen. Aber ich kann doch jetzt auf den Yamato gehen. Ne? Was kriege ich denn von Specs Suicune gegen Yamato? Was bekomme ich? Choice Specs. Ice Beam. Bitte lebe das. Bitte, Yamato, lebe das. Wir leben 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 das. In was anderes kann er doch nicht gehen, oder? Gehen wir auf Yamato. Ja, er geht in Suicune. Ja, ja. Und jetzt sehen wir, ob er den Ice Beam drauf hat. Wir leben das. Weil wir Spätzlef sind. Er macht uns Modis. Ah, nein, wir leben das nicht. Ah, ich bin so ein Vollidiot. Wir haben ja jetzt die... Ach, Mann. Wir leben das nicht. Müssen wir jetzt in Metagross gehen? Ich glaube, wir müssen in Metagross gehen. Ach, Kacke. Wir sind ja bei 135 KP nur noch. Ah. Also, wir sind bei wie viel Prozent? Bei 65%? Ja, er killt uns. Wir leben das nicht. Also gehen wir jetzt in Metagross und gucken, ob er wirklich einen Ice Beam hat. Wenn er einen Ice Beam hat, wird er ihn jetzt drücken. Tarnscheine wäre nicht auf meiner Seite. Rotom hätte noch irgendwas gemacht. Und er hat den Ice Beam. Können wir das vielleicht hängen so ein bisschen? Nein, hängen wir nicht. Scheiße, verlieren wir das jetzt? Ne, ich glaube nicht. Verlieren wir das jetzt? Wir sollten langsamer sein, oder? Metagross. Wir können ja auch natürlich auch versuchen zu quitten mit Knacknack, ne? Nee. Metagross, Suicune. Ja, wir hätten Ricky nicht abwerfen dürfen. Beziehungsweise wir hätten aus Zauberschein. Ne, wir hätten gar nicht Ricky reinwerfen dürfen. Was machen wir jetzt, die Frage? Wenn er kein Innate Investment haben, outspeeden wir, glaube ich. Ja, wenn er kein Innate Investment hat, outspeeden wir. Und auf diesen Damage möchte ich eigentlich mit Erdbeben nochmal gehen. Ja. Aber outspeedet. Tanken wir das? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne, tanken wir nicht. So. Mit Tangolos werden wir jetzt aus der Range ein Ice Beam tanken, weil wir voll sind. Wir sind voll. Ein Ice Beam werden wir tanken. Tarnschende, warte mal. 12. Tank off.
Aber dann... Wir brauchen... Ich glaube, das war's, oder? Fuck. Bringen wir ihn jetzt mit Erdbeben in der Range von Tangrowth? Ich glaube schon. Dann kriegen wir 20% zurück. Nee, er gewinnt. Er gewinnt durch den Freestun, ja. Tangloss. 204. Sind wir ungefähr bei 80. Ein Ice Beam werden wir tanken. Die Frage ist, tankt Kisame eine Drachenklaue? Garchomp. Garchomp. Tankst du eine Drachenklaue? Von Skeptile. Wenn ja, muss ich, glaube ich, jetzt erst in Dings gehen. Ah, 14 Sekunden. Fuck. Ach komm, ich geh in Tangloss, keine Ahnung. Ah, ich weiß nicht. Nee, werden wir wahrscheinlich nicht tanken, die Drachenklaue. Gut, dann gehen wir jetzt auf Gigasauger. Ja. Er ruft zurück! Blättchen, okay, das stirbt. Nee, das stirbt nicht. Warte mal. Das stirbt nicht. Ah, dann war das kein Misplay von ihm. Aha, fuck. Nee, das war jetzt kein Misplay von ihm. Er wird jetzt auf die Drachenklaue gehen. Knackwack bringt mir jetzt auch nichts. Ich muss leider weiter angreifen. Ja. Bringt es denn jetzt was rauszuwechseln? Dann sind wir voll. Dann tanken wir ein Ice Beam. Aber er ist Choice Band. Und er hat mir 50 gemacht mit Ice Sun, ne? Ja. Dann müssen wir ihn quitten. Und hoffen, dass die Gerechtigkeit kommt. Ja, wir müssen ihn dann quitten und hoffen, dass die Gerechtigkeit kommt. Oder wir gehen auf 1-0. Oder wir gehen... Ah, nee. Wir killen ihn auch nicht mit Gigasauger, ne? Dann müssen wir ihn... Obwohl, quit, glaube ich, auch nicht reicht, ne? Ja, gehen wir auf Gigasauger. Ja, das tanken wir nicht. Das tanken wir nicht. Müssen wir ihn... Obwohl, kann der Quit reichen, wenn er keinen... Wenn er Init spielt? Ja, ne? Ach, gehen wir auf Erdbeben. Und quitten ihn! Come on, Knackrack! Gib's ihm zurück, was er uns angetan hat! Nein, leider nicht. Aber da haben wir gesehen, er ist, ja, wir hätten nur ein bisschen Chip gebraucht. Wir hätten jetzt gerade nur so ein bisschen Chip gebraucht. Und das war's. GG, er gewinnt 2-0. Sehr, sehr, sehr ärgerlich, Leute. Ich glaube nicht, dass er 2-0 gewonnen hätte, wenn er den Freeze nicht bekommen hätte. Aber ja, es hat wirklich eine sehr starke Defensive gehabt. Und es war wirklich schwer vorbeizukommen. Dementsprechend müssen wir jetzt gucken, dass wir gegen Mika gewinnen. Und ja, Leute, GG, schaut mal meinen Gegner vorbei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin da raus. Haut da rein, Leute. Bis dann und ciao.